Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel bei unseren lieben Studenten. Ja, im letzten Part war jetzt so arg viel nicht los. Ich habe wieder ein paar Sachen hingestellt, die noch im Inventar waren. Das Zeichentisch da, den Put-Put-Platz, den unsere liebe Tyson auch direkt genutzt hat. Hier unten stehen schon mal ein paar Lernsachen und unter anderem die Dartscheibe und das Gitarrending. Schon mal so pro forma, mehr habe ich gar nicht gemacht. Dann haben wir natürlich, weil Alex und Anna noch nicht müde waren, die beiden noch was lernen wollten, sie vor dem Fernseher gesetzt. Wir haben, ich lasse mal die Zeit laufen, uns für Kochen entschieden. Anna war so begeistert, sie hat direkt die Einladung für Sus geheime Küche bekommen. Alles gut. Ja, und sie haben sich beide einen Punkt geholt, soweit ich das mitgekriegt habe, ja. Und jetzt müssen wir halt mal gucken. Und ich habe gemerkt, wenn man die beiden machen lässt und ich merke, dass die zum Beispiel aufgewacht sind, ja, dann scheint da zwischen Anna und Mario irgendwas zu laufen, ne? Weil als ich gemerkt habe, ich wollte auf Mario schalten, war der plötzlich mit Anna und wertschätzend und so zugange. Und ja, da muss man mal gucken, ne? So, du willst natürlich auch in den Unterricht, das ist wunderbar, sehr, sehr vorbildlich alles. Er möchte sich hier mit den Leuten anfreunden und einen Kochwettbewerb gewinnen. Tyson ist gerade zum Unterricht, hat noch mit dem Put-Put-Platz, wie gesagt, einen Charisma-Punkt bekommen. So, er möchte auch noch einen Fähigkeitspunkt, wäre gerne, Dings. Na komm, ich mach dir das jetzt an. Obwohl Tai Chi perfektionieren. Ich weiß nicht. Dann ist es auch so ein Tai Chi Verrückter. Ah, du bist fertig. Komm, dann mach doch mal das Ding hier an. Ich will mal kurz wissen, ob es dann auch funktioniert. Ah ja, jetzt steht's richtig rum. Okay. Dann kannst du mal bitte alles abspülen, aufräumen. So, du junger Mann. Naja, du könntest hier den Kram weglegen. Da haben wir mehr von. Dass ihr euch nicht so ins Gehege kommt. Und was brauchst du eigentlich sonst noch so? Logik, Kochen und Mechanik. Ah, einer, der Mechanik kann. Ja gut, dann, naja gut, der Spaß fehlt noch. Dann guck du fern danach. Dann kannst du ein bisschen Kochen üben. Ich beobachte mal unseren Putzrobo, ob er das macht, was ich von ihm erwarte. Ja, er saugt mal ganz nett hier die Zeitung weg. Wer ist denn das hier? Professor Carla von was? Carla Haas Hermann. Wer von euch kennt die Dame? Ist aber nicht eine von denen, mit denen er... Nee. Hm. Okay, gut. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir die begrüßen? Kennst du die? Carla von... Was weiß ich? Nee, ne? Irgendwie wird die hier nicht so angezeigt. Ich glaube, du hattest auch andere Professoren, oder ist es die? Nee, Samantha, irgendwer. Okay, also mit der hast du nichts am Hut. Ja, dann lassen wir die einfach mal draußen stehen. Gut. Aber das muss man ja mal gucken. Muss man ja abchecken. Ja, du musst jetzt bitte da was machen. So, junger Mann. Du, dir geht's gut, ne? Du wolltest dich anfreunden. Pass mal auf. Wir haben hier ein Telefon. Dann ruf die doch mal an. Ist doch mal eine Idee. Ruf mal, wenn ich jetzt Sim anrufe, welche rufe ich dann an? Ach Gott, ich hab's schon wieder nicht. Ja, wie heißen die Leute hier? Josef? Und Daria. Hm. Okay, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und er muss ja dann auch noch sich um Klamotten kümmern. Hm, so, mal gucken. Ich schalte mal wieder auf mein übliches. Wo finde ich jetzt deine ganzen Professoren? Ah, da ist der Josef Enriquez. Ach, guck. Das ist der, genau. Und da ist diese Daria Tyson. Die auch Tyson heißt. Ja, nee, nimm mal den Enriquez-Professor da. Mit dem kannst du mal quatschen. Einfach mal plaudern ein bisschen, ne? Kannst ja mal fragen. Ich habe die Frage XY nicht verstanden. Und wie geht denn das nochmal? Können Sie mir da mal helfen? Was ist jetzt kaputt? Was haben wir hier? Oh. Was? Tyson hat Professor Tralalalalala kennengelernt, ja. Ach, du hast auch diesen... Nee, die sehen anders. Das sind andere wieder. Na gut. Tyson, was machst du? Du brauchst Spaß und hüpfst erstmal ganz chillig hier in der Pfütze rum. Ja, lass dich von den Professoren dabei beobachten, wie du wie ein kleines Kind in der Pfütze rumstapfst. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt.
Und was haben wir jetzt schon wieder? Ach, was ist los? Was los? Hallo? Was machst du? Was macht ihr zwei da? Was geht ab? Ich krieg nichts mit. Wieso war ich auf einmal da oben? Wolltest du was von ihr? So, warte mal. Du möchtest was? Ballwerfen spielen. Du willst einen Vogelkäfig kaufen. Und du willst die Seminararbeit schreiben. Ja, gute Frau. Dann, ich würde sagen, du isst erstmal was. Reste nehmen. So. Und du, was willst du denn? Du willst... Ah, du gehst zum Unterricht. Ach, sehr brav. Sehr, sehr brav. So, was macht unsere Anna? Muss sie nicht auch langsam los oder so? Die ist im Badezimmer am Spielen. Komm, dann mach das Ding wieder aus. Das muss nicht den ganzen Tag vor sich her tuckern. Und dann, das hört sich nach Sport an, was der da guckt. Nee, er guckt Koch. Gut. Sehr schön. Und musst du nicht auch zum Unterricht? Wie war denn das? Um 16 Uhr, okay. Ach, erst um 16 Uhr ist dein Bruder doch wieder früher dran? Ja, nimm das mal bitte. Und dann kannst du was machen. Was willst du denn machen? Mach, was du willst. Ist okay. Mach einfach, wozu du Lust hast. So, du hast... Ach Gottchen, ja. Was hast du denn da für Wünsche? Warte mal. Physiologie lernen? Okay. Party veranstalten in Level 4 im Kochen. Okay, wann musst du nochmal in die Schule? Um 17 Uhr, also noch später als Anna. Oh Gott. Bis ich das drauf haben werde. Leute, das kann dauern. Du darfst die erstmal sauber machen, das hilft auf jeden Fall. Und kannst duschen gehen und dann gucken wir mal, dass wir dich noch irgendwas Sinnvolles tun lassen. Bis der Unterricht losgeht, ne? Oh. Jetzt hat er natürlich prompt den Fernseher angelassen. Ja, so kennen wir das, ne? Ist alles gut. Und die beiden sind auch lustig hier. Guckt euch das an. Die eine sitzt da und futtert erstmal ihr Frühstück, weil sie musste ja so früh raus. Und die andere steht daneben und jongliert erstmal schön die Tassen, ne? Ja. Das gefällt dir jetzt, ne? Das findest du gut. Das findest du gut. Du kannst das aber auch gut. Anna Jonglierkünstlerin. Aber ob ihr das im Studium weiterhilft, ich möchte es bezweifeln. Was kann ich denn mit dir machen? Du hast um 16 Uhr... Also hast du denn schon deine Hausarbeiten geschrieben? Wie weit bist du denn jetzt? Du bist schon silbern. Naja, einmal noch zum Unterricht gehen. Ach komm, schreib noch eine Hausarbeit. Ich bin froh, wenn ihr immer mit allen sehr früh fertig seid. Und wir uns dann wirklich mehr auf die Freizeit gehen können. Wir haben noch 36 Stunden, dann ist schon Prüfung. Deine Seminararbeit musst du auch noch schreiben, genau. Ja, räum das bitte weg. So ist brav. Sehr, sehr lieb. Dann kannst du das auch weglegen, weil es soll ja nicht schlecht werden. Ach, das war die Spülmaschine, ich dachte eben. So, und dann gehst du auch deine Hausarbeit schreiben, bitte. Sehr schön. So ist brav, alle fleißig am Lernen, alle schön. Und du? Was machst du? Ach, die Pfützensache. Jetzt mitten auf der Gas, ne? Ja, genau so. Also Tyson und Mario, unsere zwei Zugänge, sind irgendwie ein bisschen wassernarrisch, oder? Wir lieben den Regen, wir lieben die Pfützen, das Leben ist toll und was weiß ich. Hä? Ja. Ob dir das weiterhilft, mag ich mal, möchte ich bezweifeln. Komm, mach du auch noch mal Hausarbeiten. Schadet nichts. So, Abmarsch. Husch, husch. Hör auf, in der Pfütze rumzuspringen. Das ist ja also ehrlich jetzt. Ja. Und du bist schon wieder fertig. Perfekt. So. Jo, dann darfst du jetzt meinetwegen tun und lassen, wozu du Lust hast. Okay? Ich misch mich nicht mehr ein, was du machst. Er ist hier mitten im Regen. Einen besseren Platz hast du nicht finden können, oder? Ich fasse es nicht. Okay, pass mal auf. Nee, ich hab... Nee. Warte, ich hab ne... Ich weiß, du willst spielen. Ist okay, eigentlich. Aber du musst zur Schule. Genau. Hä? Ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch irgendwie. Unsere Anna fängt jetzt aber nicht wieder an wie in ihrer Teenagerzeit. Ich gehe nicht in die Schule. Nee. So, du willst, du wolltest hier Seminararbeit schreiben. Klicke ich dir an. Das ist sehr, sehr vorbildlich.
Du brauchst aber auch erstmal Spaß, oder? Willst du ein bisschen was für den Spaß tun? Nee, du putzt. Die Tyson ist ja echt lieb, ey. Guck mal. Die putzt einfach mal ungefragt. Das ist süß. Was machst du jetzt? Noch mehr putzen? Ach, lieb von dir. Dankeschön. Das ist mega. Was fällt dir noch alles ein, wenn ich dir nichts sag? Erstmal überlegen. Ah, Zeitung? Zeitung? Willst du Zeitung lesen? Du willst machen. Lesen, Tatsache. Oh, gut. Wenn es dir Spaß bringt, bitteschön, mach du ruhig. Wo ist jetzt Mario hin? Ah, der hüpft schon wieder in der Pfütze. Das ist der Pfützenhüpfpart, oder? Leute, wir sind hier bei den Pfützenhüpfern angekommen. Ich kann nicht mehr, ey. Du wolltest Physiologie lernen, aber Pfützenhüpfen bringt Spaß. Passe mal auf, du lernst jetzt Physiologie, damit du was Sinnvolles tust. Mario hat... Nee, gut, jetzt nicht mehr. Aber dann später. Lernst du Physiologie? Ich klicke dir das schon mal an. Oh, es ist gewittert. Und wo ist unser Alex eigentlich? Der steht da rum und macht Musik. Genau so habe ich mir das gedacht. So, du willst doch mit irgendwem in... Achso, nee. Einen guten Ruf erlangen. Sim um ein Date bitten. Ne. Marco Polo spielen. Ja, es ist alles noch nicht da. Was kann ich mit dir machen? Nee, Moment, du kommst gerade aus dem Unterricht. Ne? Du hast aber Spaß. Wie geht denn das? Dann mach erstmal deine Hausarbeit. Bitte nicht im Regen, im Sitzen. Oben ist Platz, ne? Also da ist ein Schreibtisch, da kannst du dich dran setzen und... Hey, jetzt muss ich mein Media Player wegpacken. Kann ich meine tollen Songs nicht mehr hören. Mann, die Frau unterbricht einen aber auch bei allem, was Spaß macht. Ja, so ist die Frau. So ist das. Genau so, nicht anders. Ja, gut. Aber er hat ja auch seinen Unterricht für heute schon hinter sich, ne? Wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin. Ja, oh, guck dir mal, wie das schon gestiegen ist. Er müsste eigentlich gar keine Hausarbeit mehr machen, Mensch. Pass mal auf. Stopp. Naja, gut, mach die ruhig noch. Aber dann gehst du an die Seminararbeiten, dann bist du durch in diesem Semester. Dann haben wir den ersten fertig. Find ich cool. Find ich richtig cool. So, du hast auch nichts Besseres zu tun. Du könntest schon mal damit anfangen. Hier. College, Seminararbeit schreiben. Zack, fang an. Du hast einigermaßen Spaß, du willst es auch tun und, ja, du musst erst morgen früh wieder zum Unterricht, vielleicht kriegen wir das hin und dann haben wir die restliche Zeit hier noch frei. Zeit. Können schöne Sachen unternehmen und so weiter, ne? Find ich gut. Mann, wie fleißig hier die Leute lernen. Das ist ganz toll. Ja, ja. Und keiner kommt auf die Idee, mal den plärrenden Fernseher auszuschalten. Ja. Ein fleißiges Studentenleben. Wenn man nicht gerade nur in Pfützen rumhobbelt. So, während sie schreibt, kann ich mal wieder auf meine Uhr gucken. Ich darf die Zeit nicht vergessen. Wir haben noch Zeit. Okay. Ah, ich habe schon gedacht, es ist schon wieder zu spät. Ja. Gut, dann schreib du mal schön. Das dauert leider. Und was machst du? Willst da auch gucken? Tja, spielen ist nicht. Aber du darfst auch mit deiner Seminararbeit anfangen, wenn du willst. Junge, dann bist du nämlich fertig. Dann fang du auch schon mal an. Nee, nicht Internetrecherche. Wo ist es? College, Seminararbeit. Abmarsch. Dann seid ihr zwei doch die Ersten, die anfangen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mit Tyson eine der Ersten habe, die hier ihre Arbeiten schreibt. Aber ja... Er wäre eigentlich schon fertig, ne? Rein theoretisch müsste er nicht. Aber ich glaube, wenn man die Seminararbeit nicht schreibt, gibt es Minuspunkte. Und das ist dann nicht so gut. Die sollen alle schön brav ihren Kram machen. Zeig mal. Ja, das machst du hervorragend. Zeig mal. Ach ja. Sehr hübsch machst du das. Ganz genau. So konzentriert am PC sitzend. Und überlegen. Und denken, ja. Was schreibe ich jetzt? Was kommt dann? Mal gucken. Ja, kriegt ihr alles hin. So, und da die ja jetzt momentan nichts Besseres machen... Moment, wo ist Anna? Anna ist auch wieder daheim. Und macht Tai Chi. Naja, wenigstens hüpft sie nicht im Pfützen rum. Ist ja auch schon mal sehr interessant. Was hat sie denn hier für Wünsche? Einen tollen Roman verkaufen. Du hast lustige Ideen. Volkstanz willst du machen. Und auch Marco Polo spielen. Okay. Dann pass mal auf. Wie sieht's bei dir aus? Och, du könntest auch direkt die Seminararbeit machen. Brauche noch nicht mal mehr Hausaufgaben machen. Ihr seid einfach zu gut, Leute. Ihr seid einfach zu gut. Warte mal kurz. Was kann ich dir denn sonst angedeihen lassen?
Logik, Kreativität, ja, da brauchst du momentan irgendwie gar nichts, ne? Na dann mach, was du willst. Der PC ist gerade besetzt. Da kann ich nicht viel machen. Jo, die sind hier brav am Schreiben, am Lernen, am Machen, am Tun. Ach, ich weiß was, was du mal machen könntest. Du könntest. Oh! Wieder mit Mario? Ne, ne, ne. Ach, jetzt wird umgekehrt gekraut. Guckt euch die beiden an. Ich sag ja, da geht was. Da passiert uns irgendwann noch was. Pass mal auf, irgendwann kaufe ich den Doppelbett und dann sehe ich euch irgendwann da drin rumliegen. Ganz automatisch, ne? So ganz von alleine wahrscheinlich. Ja, ach, wie süß. Ja. Und warum winkst du denn? Kannst du auch mal ein bisschen flirten? Komm. Immer ein bisschen tratschen. Ah, ich hab's gewusst. Ja. Und war da nicht einer? Warte mal, du wolltest doch Ball werfen oder so spielen. Was hast du denn jetzt? Jetzt willst du eine Sportparty veranstalten. Also ehrlich, du könntest sie auch noch mal bewundern und antragen. Nee. Auch noch mal reden über Hobby, Kochkunst, genau, das ist auch eine tolle Sache. Und dann könnt ihr ja vielleicht mal zusammen Fangen spielen. Das ist auch mal schön. Findet hier auch noch was anderes statt, als wie nur lernen, lernen, lernen? Wie sieht bei ihm die Lernleiste aus? Er muss nachholen, unbedingt. Er muss dringend noch was machen. Er braucht auf jeden Fall noch einen Logikpunkt. Wow! Wow! Hey! Hoppla! Tyson hat allen Versuchungen widerstanden und sich nicht ablenken lassen. Da Tyson die Seminararbeit fertiggestellt hat, verbessert sich Tysons Note für dieses Semester dramatisch. Ja, toll, Tyson, ich bin so stolz auf dich. Bravo, prima, super. Oh Gott, und jetzt brauchst du aber Spaß. Oh. Ja, ich lass dich machen. Mach, was du willst. Du kannst dir jetzt Spaß in die Backen hauen, solange du willst, solange du nicht am PC bleibst. Das war nicht gedacht. Ja, mach ruhig. Und sie will natürlich auch Party machen. Auf die Bestenliste schaffen. Ja, das klicke ich dir an. Das schaffst du bestimmt. Du warst sehr fleißig. Wie sieht's denn hier aus? Du bist noch am Schreiben. Okay, du bist aber auch bald fertig. Ja, gut, okay. Dann müsste mal einer von den anderen aber mal. Ja! Und voll. Quatsch, Volker, sage ich schon. Alex hat es auch geschafft zu widerstehen und alles zu machen, was zu machen ist. Jo, und er ist auch fertig. Supi! Sehr schön! Ihr seid so fleißig. Ich bin so stolz auf euch. Und er ist immer noch fit. Guckt euch das an. Der Mann wird nicht müde. Er braucht aber Spaß. Ja, gut. Was mache ich jetzt mit dir? Hunger hättest du auch. Okay. Aber ich dachte eigentlich jetzt eher, irgendwer da unten. Naja, obwohl. Da ist jemand müde. Ach, mach, was du willst. Komm. Mach erstmal, was du willst. Und wir gucken mal. Hier der Herr. Der sollte jetzt mal vielleicht. Kann er wieder in die Sterne schauen? Ja, das ist eine super Idee. Und Anna kann mal was kochen, Abendessen servieren. Ich wäre sehr für Spaghetti. Ist immer ein gutes Essen in den, ne? Mach du mal ein paar Spaghetti. Wir müssen ja anfangen, hier erstmal den Kühlschrank zu füllen, bevor wir was zu essen haben. Sehr schön. Dann kann ja. Ach, ich weiß, was Alex machen könnte. Wo ist denn hier das Telefon? Da hinten. Du könntest mal anrufen bei deinen Eltern und sagen, hey, ich habe die erste Seminararbeit geschrieben. Ich bin super gut drauf. Ja, kannst du mal machen. Gut. Ja, prima. Und du guckst hoffentlich in die Sterne, ja. Du brauchst Logik, lass dich nicht entführen. Ja. Zu fein, ne? Oh. Kann ich auch was sehen? Nee, falsche Richtung. Ich sehe leider nichts. So, du rufst mal deine Eltern an, mein Süßer. Genau, am besten mal deine Mama oder dein Papa. Papa. Papa ist gut und dem erzählst du mal, wie es hier so läuft, ne? Sagst mal, wie es hier vorwärts geht, meldest dich mal, wir müssen ja mal gucken, ne? Eltern machen sich ja sonst Sorgen. Nein, Geister sind hier noch keine gewesen. Alles ruhig. Auch keine Zauberkräfte, die hier versteckt sind. Alles gut.
Ich habe meine Seminararbeit geschrieben, ich habe den und den Professor kennengelernt. Ja, ja. Alles ist schön. Und ich brauche neue Klamotten. Und Geld brauchen wir auch. Ja, wir haben die Wunderlampe. Leute, wir haben ja noch die Wunderlampe. Wir könnten uns natürlich Reichtum wünschen, weil alles andere haben wir uns ja schon x-mal gewünscht. Und es macht natürlich Sinn, gerade jetzt hier in dem Haus, ja. Ne? Gut, du hast, erfolgreich einen Logikpunkt bekommen. Sehr schön. Einmal hier hinsetzen. Du kannst hier essen. Oh, nee. Warte. Wo bimmelst du? Du stehst doch noch davor. Komm, geh doch mal ran. Abheben. So, Teil... Ah, kann ich Anna sprechen? Ja, ja, kannst du. Wenn sie mit dem Essen fertig ist, kannst du auch Anna... Oh, du hast gar keinen Hunger, aber du musst mal dringend hier, ne? Geh du mal bitte säubern, benutzen und, duschen. Wenigstens oder so. Und dann kann er hier runtergehen. Nein, du musst... Nee. Nix Tai Chi, vergiss es. Du kommst jetzt auch zum Essen. Wo warst du denn hier? Wollte ich dich essen. So, und dann muss ich mal wieder einen Blick auf meine Uhr werfen. Immer die Panik, alles zu verpassen. Ja, das ist einigermaßen pünktlich. Pause. Da werde ich dann mal wieder aufhören. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, und was wir dann im nächsten Part so erleben... Mit denen, die schon fertig sind mit allem. Die anderen müssen ja noch ein bisschen lernen, beziehungsweise Seminararbeiten schreiben. Und die fertig sind, können natürlich auch mal wieder weggehen und irgendwas Tolles machen. Müssen wir mal gucken. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.